Hallo und herzlich willkommen hier zum Qualifying in Monaco, zum großen Preis von Monaco mit Dan, Bubi und Marc und mir. Hallo. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend zusammen, wann auch immer ihr dieses Video schaut. Zum Keiner sechsten schaut. Saisonrennen, all nur wir selbst, Viewbot. Ja. Und Dan wird bestimmt sagen, welche Person als erstes auf die Strecke geht. Keiner will noch, aber da fährt einer. Warte. Warte. Wer ist es? Da, Weber ist Der Weber, unterwegs. genau. Ja, Genau, naja, der richtig, muss jetzt genau. wieder gut machen, was er im Training. Und er raucht schon wieder. Ja, aber Cool. das ist doch Ja, immer das noch ist Hipster. so ein Düsenantrieb, den. Oh, ja, genau, das meine ich. Die bremsen. Ach, da bremsen Ja, die. Das ist ja witzig. genau, da da müssen müsst ihr Netto. dann aufpassen im Rennen. Ja, Erinnere der mich Weber hat. dunkel, das haben sie letztes Jahr schon getan, wenn ich mich nicht täusche. Genau, und sie machen es jetzt immer noch. Schweine. Das ist alles Taktik. Ja, ist es. Genauso wie sein Batmobil. Ja, er ist noch ein wenig entfernt vom Ghost Rider. Ja. Den wir da letztes Mal hatten mit Damata, glaube ich. Okay, gegen die Wand kann man ruhig fahren. Ah ja, da musste die Aufhängung vorhin noch ein bisschen einstellen. Ja, noch ein bisschen Die haben Sturz. ihm nochmal gesagt, ah ja, your right front tire is not gripping well enough, we need a bit more camber. Hit that barrier at this speed. Should give you the right amount of camber. Ja, der Weber hat sich ja in den letzten paar Rennen eigentlich immer recht gut qualifiziert. In Barcelona hat er einen leichten Hänger gehabt. In Was er dann im Rennen macht, ist aber eine andere Sache. ja, gut, in Imola hat er es ja geschafft, Bin mal gespannt. Alonso niederzuringen, beziehungsweise Alonso hat sich da ja selber niedergerungen. An ihm. Dann werden wir jetzt mal schauen, was der Australier hier so veranstaltet. Ja, Monaco ist ja generell auch eine Strecke, in der das Qualifying eigentlich sehr, sehr wichtig ist. Denn Ja. Überholen ist hier so schwer wie fast nirgendwo anders in Ja, der korrekt. Saison. Von daher mutig, als Erster zu fahren. Mal gespannt, was er daraus machen kann. Ja gut, auf der anderen Seite muss man ja sagen, Weber hat ja durch sein Training, wo er durch Abwesenheit geglänzt hat, einiges aufzuholen. Und ich glaube, insofern weiß das Team ganz genau, auf was für einem verlorenen Posten sie eigentlich mit ihm stehen. Ja, aber wenn wir ehrlich sind, mehr Und Runden dann. bringt sie mir jetzt ja auch nicht. Ja gut, aber auf jeden Fall mal ein bisschen Fahrpraxis. Ob er die Ja. jetzt nimmt oder später, ist ja eigentlich Richtig, genau. ja, dann klar. wurscht. Aber vielleicht beugt er ja auch das Reglement und fährt noch eine. Ja, vielleicht opfern sie seine Qualifying-Positionen und Ja. nehmen halt eben für mehr Fahrpraxis in Kauf. Wenn er Genau. 1:13.670 Ja, wird fahren. mittelmäßig. Die wäre nach den Trainingszeiten gut für die Top 10 gewesen. Also so schlecht war es gar nicht. Pantano ist durchs Schwimmbad durch. Massa ist auf dem Weg dahin. Ralf Arnes ist auf Schumacher dem Weg ist dahin. durch mit einer 1:13.804, Gott, also Ralf, was war eine das gute denn bitte? Zehntel langsamer als Marc Webber. Ja. Und Und da ist der andere. Baumgartner Baumgartner ja. mit 1,15. 1:15.0, also sogar Der Minardi-Fahrer. 1,3 Ja. Sekunden langsamer. Ja. Insofern Was? hat Marc Webber da eine wirklich gute Zeit abgeliefert. Es ist mir Ja. nur hoffen, dass er die Regeln nicht Und vergisst. Massa ist auf Richtig, 1. Massa ist eine super 1,13,1. Zeit gefahren, 1:13,1. Michael Schumacher hat gerade seine Runde angefangen. Klien ist auch unterwegs. Also die Jaguars fahren generell früh. Alonso ist unterwegs und Bruni ist derjenige, der am weitesten ist. Der ist nämlich jetzt schon fast am Ende der Runde. Den zweiten Sektor hat er geschafft. Ist auch nur 2 Zehntel hinter Massa. Also zumindest der zweite Minardi scheint hier sehr zwei gute Streckenabschnitte gefahren zu sein. In der Tat. Und das ist Platz 7. Also hinten raus ein bisschen verloren, aber natürlich trotzdem deutlich besser als sein Teamkollege. Eine Sekunde. Ja, damit stehen die beiden Minardi-Fahrer wieder zusammen. Ja. So, dann jetzt auf Christian Klien. Der kommt jetzt durch den zweiten Sektor durch. Nimmt 14. Oh! Das war jetzt aber ein bisschen hart gegen die Wand. Da ist er dann auch weit von der Linie weggekommen. Der war 4 Zehntel hinter Massa. Wo spült sie ihn raus? War jetzt auch nicht ganz rund. Also er fährt am unrundesten bisher von allen. Fernando Alonso jetzt auch auf Start und Ziel. Ja, und die ist auch Er hat heiß und das eine ist 1:15.0, Platz 9. das hergekommen. Vergleich mal die Zwischensektoren.
39,1. Schumacher 8. auf Platz 2 mit einer 1,13,205. Ja. Behält also seine gute Qualifying-Form eigentlich. Also die. Vergleichsweise. Ja. Button ist unterwegs und auch den Zwischenzeiten sieht so aus, als ob Alonso irgendwo im zweiten Sektor einen Fehler gemacht hat. Er hat ja eine Sekunde auf Massa verloren. Das wird wahrscheinlich so ein Anklopfen an die Wand gewesen sein, wie gerade bei Clean, was wir da sehen konnten. Hier Button hat 1,2 Sekunden Vorsprung auf Platz 10. Das ist Alonso. Und 1,2 Sekunden reicht aber nicht für ganz vorne. Es ist Platz 6. Heidfeld ist unterwegs. Für Jordan liefen ja die ersten 5 Saisonrennen eigentlich ziemlich gut. Besser als erwartet. Wäre ja gar nicht so schlecht, wenn sie das hier fortsetzen könnten. Da hat sich irgendwer verbessert, die 9. Bruni ist offenbar nochmal eine Zeit gefahren. Wird also als letzter starten dann. Wir haben diesmal keine Strafplatzierung. Insofern ist das Ergebnis, was ihr dann jetzt hier gleich ausgefahren seht, auch dann das offizielle Ergebnis dann für morgen für den Rennstart. Hat sich Bruni echt verbessert? Ja, der hat sich nochmal verbessert. Sato fängt dann jetzt gleich seine Runde an. Sehr interessant. Hat letztes Mal gut platziert. Button fängt seine zweite an, oder? Ne, das ist Sato. Oh, Sato ist vom Gas gegangen. Das wird schlecht. Hätte zu spät das Mutterprogramm hochgeschaltet. Das sah jetzt ja sehr interessant aus. Ja, wer weiß, vielleicht wird er durch seine Traktionen in der anderen Streckenteil diesen Nachteil wieder aufholen. Ja, der BAR ist ein super Auto. Der wird ja schon allein wegen der Autos gut qualifiziert. Wird er sich eigentlich gut qualifizieren. Allerdings muss man sagen, dass auf der anderen Seite träfe das auch auf Fernando Alonso zu. Und der hat uns ja negativ überrascht. Monaco ist ja auch sehr, sehr anfällig, sag ich mal, für manuelle Fehler. Man irgendwo anders kommst du mal kurz aufs Gras und mit ein bisschen Skill kann man das vielleicht noch abfangen. Hier hast du gleich eine Mauer und dementsprechend ist hier auch sehr, sehr viel anfälliger für, ich nenne sie einfach mal manuelle Fehler. Ja, absolut. Und wie gesagt, die zweite Zwischenzeit bei Alonso, da sah es wirklich so aus, als ob der irgendwo mal angeeckt hätte, war eine Sekunde verliert. Man einfach nicht. Es sei denn, man sitzt wirklich in der Minardi und Sato hat bloß einen minimalen Vorsprung auf die 10, das ist clean. Vielleicht kann er im letzten Sektor noch was rausholen. Eine 13er sollte eigentlich drin sein, schafft er aber nicht ganz. Auf die 10. Die will er nicht behalten. Jetzt müsstest du, glaube ich, du deinen los gleich fahren, oder? Ja, dein ist das Erste. Denn deine Zeit beginnt. Ich bin sehr gespannt, ob er die 1-11 schafft. Damatta steht nach wie vor an der Box. Fisichella auch, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich würde gerne mal wissen, ob Stan schafft, in die 1-11 reinzufahren ist. Dann pass auf die gelbe Linie auf. Das wird nämlich auch hier ein sehr interessantes Thema, weil die gelbe Linie, die hier bei der Boxenausfahrt, also die Boxenausfahrt kennzeichnet, sehr, sehr eng ist. Und das immer noch bei uns eine geltende Regel ist, dass diese gelbe Linie beachtet werden soll. Da muss ich mich auch... Oh, das war gerade eben eine kleine Flugeinlage. Alles für die Fans natürlich. Ja. Da hat jemand den Liftkoeffizienten falsch berechnet beim McLaren. Oder den Flügel falsch rum angeschraubt, ist auch eine Variante. Ja. Was hier auch sehr, sehr brutal ist, ist, dass diese Hafenschikane hier direkt diese Betonwall hat. Das heißt, man kann, wenn man sich verbremst, höchstens am Anfang noch durchfahren. Aber wenn man sich dann so zum Kurvenscheitelpunkt hin verbremst und da dran rutscht, kann man sich schon sehr schön das Auto beschädigen. Das ist auch eine Eigenart dieser Streckenversion. Die hatten wir vorher, glaube ich, auch noch nicht. Jo, ja, danke. 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 Toi, 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 das ist die schwierigste Runde.
Auf die Polen. Das war aber knapp. Unverdient eigentlich. Das ist unverdient. Ich weiß mal raus. Ja, das war. Da waren ein Haufen Fehler drin. Ich hatte keinen Grip eigentlich. Ich bin schon in Sante Wort gerutscht und dann. Da hast du, musstest du sogar richtig abfangen. Ja. Das bin ich gewohnt. Ja, okay, aber gut, es hat ja wenigstens dafür gereicht, also zumindest wäre ich ja jetzt schon mal mindestens Vierter. Was du denn nach vorbei? Ja, aber da, das wäre eigentlich eine Pole gewesen, zumindest jetzt, da man hätte Massa eigentlich den Platz eher verdient gehabt, weil die Runde von ihm war deutlich sauberer. Fisichella ist 8 Zehntel fast langsamer als der, oh! Ja, genau, und da ist er nämlich kaputt. Das war's. Was ist denn passiert? Diese Keller hat sich in Raskas verbremst und ist dann in die Wand geflogen. Okay. Ja. Schade. Ja, Physikellas Saison bleibt weiter ein Drama. Lag ja schon immer in aussichtsreicher Position im 2-3 Rennen und ist dann immer kaputt gegangen und jetzt hat das schon in der Qualifikation weggeworfen. Viel Glück, Marc. Viel Glück, Marc. Danke. Marc ist ja ein Monaco-Spezialist und Marc ist ja auch, darum viel Glück. Viel Glück, Marc. Platz 12 nur. So, jetzt bin mein Turn, oder? Ja, schlecht. Das heißt untersteuern. Na, wenigstens hattest du nicht so viele Rutscher drin wie ich. Dein Auto, ja, du warst trotz Rutscher immer noch schnell. Ja, ich sehe nicht, wie du mit so vielen Fehlern noch besser bist als ich und dann auch noch um 1,2 Sekunden. Liegt einfach fahrerisch. Ja, schlechte Ausgangsposition. Hallo Bernd. Follow me. Es fährt einfach hinterher. Damata fängt jetzt eine fliegende Runde an. Ich kommentiere die mal für euch, damit ihr ungefähr wisst, wo der ist. Das ist durch Kurve 1 durch. Sieht auf jeden Fall besser aus als. Das ist ein Teamkollege.
Wo ist eigentlich der Panis? Das weiß ich gar der nicht. Der Panis, der steht auf 6. 6? Mhm. Okay. So, der Matter ist durch den ersten Sektor durch, hat minimalen Rückstand auf Nick Heidfeld. Das ist Platz 10. Ich finde die Textur hier sehr lustig in der Haarnadel. Okay, das macht nichts aus. Ja. Wenn wir dann gleich sehen, wie viel es ausgemacht hat oder nicht ausgemacht hat. Ich glaube nicht, wir sehen, was ausgemacht hat. Ich bin dann jetzt da. Jo. Viel Glück, Basti. Super Runde, ja. Wow. Beim Schwimmbad dachte ich mir einfach nur fuck. Das ist auf jeden Fall sehr eindrücklich. Jetzt wird der Bubi los, der Bubi, der Bubi, der Bubi. Bubi. Then you touch that limit. Ich bin manchmal weiß, wo ich durch diese Hafenschikane gefahren bin. Mhm. Ich ganz ey, so richtig minimal eng mit dem linken Vorderreifen an dem linken Ende der Wand, wo der Reifen noch so rausguckt, vorbei. Ja. Dann habe ich nur so geguckt, eine Millisekunde drauf geguckt. Wo ich dann vorbei und dann dachte ich mir, oh fuck. Ist einfach wirklich so, keine Ahnung, da passt du vielleicht noch ein paar Blatt Papier dazwischen, oder? Ich glaube noch nicht mal das, auf jeden Fall war das eine Hammerrunde. Ich glaube, da kann man schon sagen, so eine gute Runde hat man von Basti schon lange nicht mehr gesehen. 1F8 ist das schnellste, was an dem Rennwochenende bisher überhaupt gefahren wurde. Vor allem, wo ich den Hügel hochgefahren bin, habe ich mein Headset noch gemutet. Mit einer Hand in den Hügel. Egal, viel Glück, Bubi. Viel Glück, Bubi. Vielen Dank.
Oh Mann. 1.17.4. Ich dachte, ich wäre schlecht gefahren. Naja, es war ein Rutschen ohne Ende. Also das nach der Schwimmbadschikane, da hast du es ja auch fast verloren. Ja, das war nicht das Einzige. Das war echt knapp. Naja, was ist mit Physikeller? Der hat es versaut, oder wie? Gefahren. Genau, der hatte sich zerstört. Startaufstellung, ich auf der Pole, dann Dan, dann Massa. Haben die Fans was zum Schauen? Dann Michael Schumacher auf der 4, dann der Webber, der 5, 6. Ralf, 7. Olivier Panis, 8. Jensen Button, 9. David Coulthard, 10. Pantano, 11. Heidfeld, 12. Takuma Sato, 13. Mata, 14. Mark, Philipp Vielhaber, 15. Christian Klein, 16. Fernando, 17. 18. Bubi, 19. Physikeller und 20. Bruni. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, euch hat das Qualifying gefallen. Ansonsten guckt es euch halt immer an. Oder tschüss. Jo, tschüss. Tschüss.